Müssen wir uns benehmen? Ja. Da sind wir live. Das ist prima. Aber du kennst das Schlachthaus, oder? Ja, ich hab's ja eben auf Wurde hier Elite schon von gelaufen. mir durchgescheucht. Ich hab's auf Nightmare noch nie durchgeschafft. In keiner Weise. Aber wenn der Harlequin jetzt gleich wieder zukommt, der freut sich. Hallo Harlequin. Der ist aber gar nicht da. Wenn er in die Verbindung kommt, schicke ich ihm eine Schachtel Skittles zu. Werde ich ihm sagen, wenn er gleich kommt. Gerassensperma. Ist das so eine Werbung, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich habe mir da noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, was er mit der Giraffe tut, aber Geh mal vielen rein. Dank. Ja, Wir werden nie bitte wieder schön. Skittles essen können. Unsere Buffs. Ja. Ich muss wieder dran denken, dass du das nicht machst. So, ich gehe hier hinter die Konsole. Das bewegt mich. Ah, bewegt mich, hab ich gesagt. Mit Tracker laufen eigentlich? Nein. Ich nicht. Ja, auch Oh, da nicht. bedarf ich doch direkt mal. Aber auf alles. Und das können wir dann direkt mal anlegen hier. Hast du Einzige, schon was ich noch mag. Raketensprung? Nein. Du schaffst es auch Dann so. dodgen. Hast du Speedfreak? Ja. Brauche ich den jetzt Dann schon? nimm das. Speedfreak? Ja, beim Zurücklaufen benutzen dann halt. Aber warte bitte kurz auf mich, ich traue mich nicht ohne Raketensprung. Ich muss auch noch dann umslotten. Moment. Speedfreak. So. Jetzt will ich aber was Vernünftiges sehen, sagt der Chat. Okay. Was genau ist denn vernünftig gemeint? Wir machen immer nur Der Chat war ja vernünftige eben Sachen. schon dabei, als wir 3, in Elite 2, waren, da war 1, denen geht das los. Neid, das zu lasch. Ja. Ach so. Also alles, was wir machen, ist total vernünftig organisiert und gut durchdacht. Wie Gott sei Dank eh chaotisch. Fuck. Weil wir ja Drachen sind. Ich bin Ja. gar kein Ich habe Drache. eine Waffe gerade außer Blut. Ganz Du geil. bist so ein Undercover-Drache. Ein Drache im Herzen. Ist das geil, ich habe keine Waffe. Ich Macht werde. nichts, dann musst du jetzt einfach gut aussehen. Wer braucht schon Waffen? Naja, ich habe Blut. Und einen Flammenwerfer. Ich hatte noch nicht den passenden Werfer zum Sprung ausgerüstet. So ist es immer. Aber ich habe zum Glück das. Müsst das noch 10 Sekunden aushalten. Ja. Oder kommt das Ad? Jetzt müssen wir 5 Sekunden aushalten, sonst kann ich nicht mehr unterbrechen. Und unterbrechen. Ja. Aua.
Ja, nice. Ohne mich. Hey. Dann leg mal deine Waffen an. Oh. Gewehr ist wieder da. So. Wo ich gleich nach 4 Aufbauern wieder wegspringe. Zündet man die Stimulanzen auch auf dem 4. Aufbauer? Ja, also ich persönlich mache das so, aber ich glaube, eigentlich sollst du die gleich am Anfang zünden. Weil die haben ja... Also vor der ersten Rota. 20 Sekunden. Genau, die haben ja 20 Sekunden und Deadly Aim. Und das mit dem längeren, mit der längeren Zeit und das sind nur 10 Sekunden. Mhm. Also theoretisch gleich am Anfang. Okay. Ganz hier machen. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. So, alle da? Teslas Technologie leistet uns weiterhin gute Dienste. Die Spulen erhöhen die Energieabgabe und verbirgen die Anlage, sodass niemand sie aus der Ferne beobachten oder gar telepathisch eindringen kann. Hast du gerade ein Karma genommen? Nein. Aber Ele Force. Ah, jetzt bin ich hier. Ah, in der Kacke. Down ist er. Ah, wir auch gleich. Ach ja, ich hätte... Immer das alte, mach ich hier auf. Einige Hilfssysteme erfordern Neustart. Ich hätte eine Bubble gehabt, aber ich... Ich bin ja hier sonst nicht Heiler. Geizig für die Bubble. Gibt's. Nein. Wäre doch nicht zu geizig, euch eine Bubble zu geben. Hm. 1022 DPS. Yeah. Hast du ein RCT laufen? Ich? Ja. Ja, hab ich. Aha. Ich der Parser funktioniert nicht, ne? Ich war letzter. Sogar noch nach dem Heiler. 3% hinter Don Fiasco. Wir hatten einen kleinen Erfolg mit. Ja. So, ich hoffe, dass es klappt hier mit der Bubble. Ihr müsst ganz laut schreien. Machen wir. Oh, warum kommen denn alle die. Ach, von der Tür raus. Wunderbar. Bubble! Abgedrückt. Ja. Das ist sehr spannend. Ich kann es hier eigentlich auch cooler machen. Ich hoffe, da sind noch Heilis. Einer. Scheiße. Die anderen alle weg im Nacht? Ja. Halten Sie Sicherheitsabstand, bis Aggression abgebaut wurde. Wir müssen also nach der Reihe nach Opfern. Soll ich mich opfern? Ich mache ja am wenigsten Schaden. Ich glaube, du musst dich opfern. Einen haben wir noch. Einen haben wir hier noch. Achso, einen haben wir noch? Ich bin tot. Ah. Nee, ich bin tot. Was? Nee. Warum bist du tot? Da ist er doch. Aus Out of Sight gegangen. Aber warum? Was? Ah. Ich habe ihn verarscht. Ihr. Das ist gut. Verarscht mich. Nimm dich hin. Oh, jetzt bin ich. Nee, doch nicht. Ja, jetzt bin ich tot. Dann hätte ich die Waffe nicht mehr finden brauchen. Dabei habe ich doch noch einen gefunden. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Nee, jetzt sind wir eh tot. Aber weil es so schön ist hier. Komm, Neo, alleine. Wir hätten noch 73.000. Mit den Bombardierungen warten, bis die Leute rausgerannt sind. Ja. Bleiben die alle da stehen und retten.
hübsche Flügel nehmen. Nur 30.000. Go, Nio. Go, go. Muss auch schießen. Ja, los, ich schieß ihn. Ja. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Der hat immer 16.000. Ach, fick dich, Boss. Nein. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da wäre sogar noch ein Schreiter gewesen. Da war ja noch einer gewesen. War so sehr damit beschäftigt zu leben. Ja, dass unser Mann immer an unserem Spaß gar nicht teilhaben kann. So, falsch rumgelaufen. Ja, das ist die falsche Richtung. Schön, dass du mir hinterher läufst in meiner Ahnungslosigkeit. Naja. Das war's wert. Und auf diesmal jeden Fall. Fällst du um. Ja, ich geh mal rein, ne? Ja. So, jetzt könnt ihr gerne Bombardierung legen. Da. Bubble? Egal, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt kam die zu spät, weil ich schon gedrückt hatte. Was ist hier mit dieser Kraftwarteschlange ein Scheiß? Das heißt, wir sterben beim nächsten Mal, ne? Nein. Wenn ich ja meine Niedlichkeitsfähre hat. Psychochirurgie wird durchgeführt. Maximal muss mir dafür Abstand einhalten. Anderen Schild rein in das Deck. Ich hab eine Bubble. Ist noch auf Bruder. Und ich bin tot. Ja. Aber wenigstens hat es nur mich getroffen. Ja, aber das. Dass ich das jetzt versucht habe, bedeutet, dass beim nächsten Mal wieder einer stirbt. Das ist scheiße. Ja, wenn der dieses Reset hat, kann es ja sein, dass du es trotzdem noch schaffst. Wenn er mal länger zum. Bubble? Tot. Kommt einfach so schnell nicht raus. Psychochirurgie wird durchgeführt. Maximal Sicherheitsabstand einhalten. Ja. Ihr seid schon umher und unschlossen. Ja, hoffentlich kriege ich gleich die Bubble. Dann brauchst du nicht dazu. Ja, dann gehst du einfach auslassen, man ist ja nix. Ich versuche mit meiner Identifikation schnell genug zu sein. Ich wüsste sehr gern, woran das liegt, dass ich die Taste zwar drücke, aber nichts passiert. Na, irgendeine Verzögerung einfach. Das ist ja jetzt mal ein ruhiger Bug hier. Jetzt kann ich nicht mehr zugucken. Psychochirurgie wird durchgeführt. Maximal Sicherheitsabstand einhalten. Dim. Noch mehr. Na, was kommt da? Halten Sie Sicherheitsabstand, bis Aggression abgebaut wurde. Huch, der war ja noch gar nicht fertig. Nee. Ich. Nie ich tot. War tot. Oh, ihr habt ihn geschafft, sehr gut. Nicht schön, aber wir hoffen. Locke. Weite Motte hat die erste gerecht. Nur war das hier einfach nur draufholzen, ne? Wir bekommen genau. Ständig Nachschub an vampirischem Material von der Kreatur, die wir in Rumänien kontaktiert haben. Mara, wenn unsere Methode fabrikreif ist, werden wir diese unangenehme Bestie aus dem Prozess entfernen. Das ist auch mal was. Oh, sehr progressiv von dir. Das ging ja fix. Das schwerste Boss aller Zeiten. Deswegen hat er ja auch keine Buffs verdient. Die Kammer wird weiterentwickelt. Der sich nicht richtig Mühe mit uns gibt, dann machen wir das auch nicht.
Aber es sind noch keine Glyphensets gedroppt. Schade, dass man die nicht weitergeben kann. Davon habe ich genug. Habe ich mir auch schon längst welche rübergeschoben von Koali für Tagen Charakter. Dann mach auf Bedarf gleich, ne? Ja, klar. Gott, haut der fest zu. Ah, weg da. Der war auch ein. Oh, mein Trefferwert ist einfach unter aller Sau. Ja, das ist am Anfang so. Nein, nicht rankommen, nicht rankommen. Oh, Mann, was macht er denn? Ich hab keinen Kreis. Nee, der andere Heini ist direkt in uns reingelaufen, obwohl er einen Kreis hatte. Nicht nett. Kein Karma, kein Karma. Mach ja schon. Du was? Ich heile ja schon. Nein. Mehr gegen dich. Immer schade, wenn die Ocean-Buttons aufgebraucht sind. Mhm. Aber den habe ich nach den Kreisen gebraucht, weil ihr so weit unten wart da. Ich lebe noch. Also ich sag mal so, Sindian packt bei mir immer noch ein zweites Lebensteil, Heilteil mit rein, bei dem Boss. Ach so, ja, das ist natürlich eine sehr nützliche Information. Dann mache ich das jetzt auch mal. Letzter Überlebender, ich mach das jetzt im Alleingang hier. Dann sieh mal zu. Okay, doch. Du bist unten kommen. Na, ganz knapp. Und das darf ich mir jetzt auch noch alles antun. Ja, Chosen, du solltest dir das antun, das macht nämlich sehr viel Spaß. Also installier das Spiel jetzt gefälligst wieder. Oh, hier ist ein Wissen, das habe ich noch nicht. Kriegt man auch nur, wenn man da stirbt. Echt? Also sonst sieht man es ja nicht. Sterben kann auch gewohnt sein. Manchmal ja. Ist Sterben was Schönes, ne? Ja. Ja, da lernt man noch was draus. Ach, fuck, ich muss mich rausschießen, bitte. Und zwar jetzt. Bald schon unterbrochen, dankeschön. Super. Ach ja schon. Stirb nicht, Don, stirb nicht! Liebe. Lass dich heilen. Regenbogen. Aber das lässt sich nicht mit Glitzerstaub heilen. Dafür muss man den Gegner fest ins Gesicht schießen. Ah, nicht zu mir Kopf. Autsch.
Oh, wir gehen runter. Ja, das ging unten. Irgendwo sind wir am Arsch direkt gelandet. Egal. Schön da, oder? Verstecken! Das ist ganz besonders schön. In einer Blutökonomie. Ja, der Chosen hat das schon runtergeladen, das Spiel, aber der patcht noch. Das kann jetzt auch ein paar Tage dauern. Na, ich weiß gar aber nicht. Aber dann freuen wir uns. Ja, bis dahin kann er ja hier zugucken. Mhm. Kann ich das Heilteil wieder rausnehmen oder muss ich es drin lassen? Lass lieber drin. Vorsicht, okay. Ist besser als Nachtschicht. Was ist gegen Nachtschicht? Chosen hat nur ein Holzinternet, sagt er. Ja, dann kann das wirklich ein paar Tage dauern. Ich würde mal schätzen, so 13 bis 17 Gigabyte. Ja, das ist der letzte Patch, ne? Weil mit Shambhala und so einem Kackall dazu gemacht wurde. Der ganz große war erst, der Kaidan. Der hat richtig gefressen. Ich glaube, TSW ist mittlerweile sogar größer als WoW bei mir. Echt? Ja. Das ist ja auch im übertragenen Sinne das größere Spiel. Eben. Warum seid ihr so tot? Wegen weil ihr euch gegenseitig eine Raketensprung getötet habt. Ach so. Dann braucht ihr echt keinen Raketensprung. Nicht mal man als kann Teil. Ihn machen, aber da muss man ganz vorsichtig sein. Und nicht alle auf einmal. Ich bin nur gesprungen, weil alle gesprungen sind. Ich nicht. Ich habe nämlich keinen Raketensprung. Du hast den ganzen Schaden abgekriegt. Ja. Halt nur nichts in den Raketensprung reinzugehen, weil der Boss noch gar nicht da ist. Also man kann ganz gemütlich laufen und ist rechtzeitig da, bis der Boss da ist. Ja, ich weiß ja, dass du recht hast. Hab ich ja auch schon gemacht. Ja, dass du recht hast. Das hätte ich immer recht. Oh, scheiße. Den Großen weiter, ja? Habe ich nicht gesagt, wenn man diese Fall hast recht. Mich rausschießen, bitte. Jetzt auf Olga. Hier ist die Fleischklopf. Nimm irgendwas. Kann ich nicht. Verdammt. Das schaffe ich nicht. Das war aber mein Fehler. War mein Fehler, alles gut. Oh, okay. Die sind kackgut, sind wir. Ja. Ohne ich lebe noch. Ich einstellen. Ah. 13 GB, gut, das kann den halben Tag einplanen, ja. Wenn es nur ein halber Tag ist, Chosen, wenn es nur ein halber Tag ist. Und wenn man dabei auch noch einen Stream anguckt, dann wahrscheinlich auch nicht besser. Du machst ja aber einen Drachen, Chosen, ne? Das ist klar, ne? Ja. Die anderen sind alle nicht zu gebrauchen. Hier ist ein Wissen. Gehen wir alle ganz gemütlich zurück. Ganz chillig. Ja, könnt ihr gerne mal dodgen, wenn ihr wollt, aber mehr braucht ihr nicht. Na, nachher tue ich mir dabei noch weh. Macht das den anderen auch Schaden? Aber wenn ich ein Schwert habe, dann nehme ich statt Betenwerfer inzwischen tatsächlich lieber Surging Blades mit, weil das leichter zu kontrollieren ist. Ich glaube, du kommst, glaube ich, nicht ganz so weit wie mit Lack. Nee, aber zum Beispiel beim Heblis reicht es vollkommen. Ja. Ich mit meinem unkontrollierbaren Zeigefinger mal hinten bei der 8 angekommen. Bleib bei den Fleischklops, ne? Ja. Na gut, das andere ist gleich.
Akku verloren sind. Jetzt habe ich wieder Akku. Ah. Muss man eigentlich gar keine Sorgen machen, hier reicht eh allem aus, was ich hier hab. Der andere. Yeah, yeah, yeah. Es gab noch ein Strom-Add, oder? Nee. Ei. Kopfteil Kraft. Mit Gesundheit, Durchdringungswert, Heilungswert, Bedarf. Sehr schön. Gratis Schwarzbarren. Hm. Vor allem wie viele? 45 plus 15 plus 75 plus 90 plus 135. Damit du hast den Gatekeeper gerade erst gelegt, ne? Ja. Ich würde gerne gleich noch eine Polaris machen von mir. Ich weiß mir nicht, muss ja. Ins Bett, aber. Ey, ich bin sogar vor Neo im Schaden. Ey. Müsst ihr allerdings nicht vorher so nochmal auf den Balkon gehen. Hey, lass mir mal. Ja, tu das. Na, natürlich, wir lassen dir die Freude. Ja. Vorher war ich nämlich nie irgendwo vorne. So, Gruppe von Neo beitreten. Natürlich, natürlich. Gäbe es da eine andere Wahl? Kann ich mir ja auch noch schnell ein paar neue Tonics kaufen. Ich mach mal einen Bio-Break kurz. Unterhaltet man den Chat. Na toll, es und wieder mit deinem Internet allein. Außerdem bin ich allein hier, wie soll ich die unterhalten? Ich schau mir gerade mal die Regeln von deinem Kanal an, bevor ich hier Quatsch mache. Wie, wir dürfen hier nicht uneingeschränkt Quatsch machen? Nee, wir dürfen nicht beleidigen oder? Und nichts. Und ich bin jetzt total verwirrt, weil ich dich verzögert nochmal höre. Ah. Wird noch schlimmer, wenn ich das jetzt auf laut stelle und den Stream über mein Mikrofon auch noch damit reinbringe. Mach das schnell mal wieder aus, es ist ja gruselig. Ja, wenn wir jetzt hier niemanden mehr beleidigen dürfen, dann wird es gleich sehr still im TS. Ja, verdammt. Wir sollten versuchen, eine Runde PvP ohne Beleidigung zu machen. Das könnte die anderen auch unterhalten. Microphone activated. Oh, da kannst du mich ja mal nach 10 Sekunden wieder rausschmeißen. Mhm. Wer sagt denn, dass man sich nicht gegenseitig beleidigen darf? Na, da steht, man darf nicht beleidigen in deinen Kanalregeln. Ah, im Chat? Durchgelesen. Vom Video hat keiner was gesagt. Ah, na Gott sei Dank. Aber es geht hauptsächlich darum, dass nicht derjenige geflamed wird, der den Stream leitet, oder? Genau. Nee, das wird uns ja nicht einfallen. Also alle anderen kannst du so random beleidigen, wie du möchtest. Ach Gott sei Dank. Dann geht's. Sind ja gerade nicht so viel da. Ich glaube, es ist nur der Chosen da. Nein, den wollen wir doch auch nicht. Es geht um die Bosse und um PvP-Gegner und um
Die darfst du. Um den allgemeinen Gebrauch von Schimpfwörtern. Ja. So, dann Polaris aber fix. Wenn, ja, wenn er wieder zurück ist, melde ich uns sofort an. Muy bien. Ja. Danach werde ich dann auch pennen gehen, muss morgen 5 wieder aufstehen. Das ist ja widerlich. Ja. Und dann habe ich einen 12-Stunden Arbeitstag von mir. Was bitte machst du? Ich bespaße Kinder und Jugendliche. Also spielst du mit denen oder was? Ich arbeite für die Kirche als Jugendleiter. Das heißt, ich mache noch alles, so und Kirche. Alles, was in den, bei uns in der Kirchengemeinde anfällt, was mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, das mache ich. Irgendwie zieht das Spiel diese kirchlichen Betreuer an, ne? Ja, wir haben ja schon so einen. Ja, ja. Aber ich wage zu behaupten, dass Koali jetzt so auf den ersten Eindruck wesentlich seriöser wirkt als unser anderer, sagen wir, Kirchenmitarbeiter. Seit wann? Seriöser. Ach so, was ist ein Unterschied? Ich vermisse ihn schon, er ist gar nicht. Gucken, ob der morgen wiederkommt. Wird bestimmt wieder XCOM. XCOM ist cool. Ich hab's mir noch nie angeguckt. Ich höre immer nur, dass er es spielen will. Habe ich schon gesehen. Muss das mal anklicken. Aber da habe ich ziemlich oft Tonprobleme in letzter Zeit. Das ist ein bisschen doof. Speziell in dem Spiel? In den Aufnahmen. Da ist dein Wissen. Ah, und ich habe im Schlachthaus-Ebene vergessen, das Wissen am Ende aufzusammeln, was ich da gesehen hatte. Naja, ist glaube ich nicht das letzte Mal, dass Niomi hier reinschleppt. Da kannst du ganz schwer von ausgehen. Ohne da. Wenn ich das nicht tanken muss, ist es auch halb so wild, finde ich. Nee, musst du nicht. Ich tank das gerne. Und wenn der Boss nicht rumbackt. Ja, alles Das kann ich schon mal austauschen hier. Zack. Zerlegen. Den habe ich leider nicht mit diesem Charakter. Den? Nur mit dem anderen. Den Nassirs Tanz. Aber den hast du, hat er wieder. Gangnam Style. Moment, wo ist er? Sind Olgas Rauchpausen ideal. Mach mal wieder alles ordnen. Tja.
Fingerfertigkeit brauchte man, ne? Für Polaris. Ja. Brauche ich als Tank nicht. Ja, ist schon nützlich, wenn man nicht so viel Schaden hat. Sonst kann man es immer mal drauf ankommen lassen. Meistens nicht dabei. Meili Watsuka Zen und als Titel Heil mich. Ruhig. Ich will meinen Ladebildschirmtitel. Dieses Spiel verblüfft mich manchmal sehr hart mit diesem Zusatzkram. Ja. Welchen Zusatzkram meinst du, Chosen? Die Tänze? Baby! Na dann kann ich uns ja anmelden. Nur noch dieses mit Blut und Tränen erkaufte Augment von Feli einstellen. Hier ist auch noch ein Drache. Das musst du jetzt aber betonen, ne? Ja. 23 Millionen. Uiuiui. Hast du ihn schädlich hier gekauft? Bitte? Hast du ihn schädlich hier abgekauft? Ja, ich hab's ja noch nicht. Weil immer, wenn das Schädliche droppt, jemand anders dran ist. Und das erste habe ich ja dem Senfmann damals verkauft, weil ich gedacht habe, ich komme nie so weit. Ach, der Tanz-Chosen. Ja, da gibt's noch viel schlimmere Tänze hier. Hat er einen speziellen Wunsch? Hast du alle? Mach mal den schlimmsten. Aber nee, alle habe ich auch nicht, aber ein paar. Mach den, wo die Hände so runterhängen. Funky Chicken ist auch witzig. Oder Funky Huhn heißt es, ne? Zeig ihm den Smiley. Den Smiley? Hm. Da musst du nur einen Schottenrock anziehen. Und einen Kopfstand machen. Gar nicht, wieso ich jetzt in den Ladebildschirm nach Agatha gesprungen bin. Noch eh ins Tool. Oder sollen wir einfach zu viert in die Polaris? Wir sind die Roboter. Wo ich nachher einen mit. Hier steht übrigens ein Drache vor Polaris rum, wenn wir den einfach fragen, ob der mitkommt. Das ist zwar einfach, einer. Weil es ein Drache ist. Hm. Na dann, frag ihn doch mal. Läuft gerade weg. Typho, nein. Ich mache jetzt das Toll an. Das ist nur, weil du dieses den anderen Tanz gemacht hast. Ja, bestimmt. Ich habe ihn vergrault. War doch nicht mit der Miri. Sieht ja gar nicht so furchteinflößend aus. Ja, ich habe den falschen Tanz gemacht. Der hat ja mit uns Gangnam Style getanzt und dann habe ich den Tanz gewechselt und war da bestimmt. Ach so. Ich habe bestimmt Pics mit ihrem Twink. Nee, hast du genau Gangnam Style verweigert und jetzt kommt sie nicht wieder. Ja. Ich hab die ganzen Tänze alle nur mit dem anderen Charakter. Der Sprinkler ist auch lustig, glaube ich. Angemeldet, Neo? Ich bin gerade erst aus dem lustigen Ladebildschirm da. Ah. Aber ich melde uns jetzt an. Telefon. Wird jetzt nicht telefoniert. Es ist nur YouTube, der mir sagt, dass da irgendwie ein Stream gerade läuft, der mich interessieren könnte. Ja, soll ich weiter leechen? Ah, lief doch super. Okay. Mal den Combat-Tracker soll ich mich in leechen? Soll ich mich in leechen? Bei der Don, ja, der kann es halt noch weniger als Olga. Extra Schwarzbarren und Male des Pantheon für alle! Wir müssen uns noch ein paar aufbewahren für den Tag, an dem der Reset ist. Warte mal kurz, ich hab grad. Okay, du wartest nicht mal kurz. Nee, brauch ich auch nicht, kannst noch einstellen.
ja auch ohne Leecher. Ich hab nämlich kein RNS drin hier, das. Stellt man sich als Damage Dealer hier einfach hin, irgendwo? Ja, also hier siehst du ja so eine Ausbuchtung und bei der nächsten Ausbuchtung. Okay. Trinken einschenken. Ach so, hast du jetzt noch Tonics? Ich hab dir auch welche mitgebracht. So, ne, brauch ich gar nicht, danke. Das war gut gefallen. Ja, der Schaden war gut. Wie sieht's denn aus? Oh, ich bin nicht letzter. Ich bin auch nicht vorletzter. Das heißt, ich bin noch vor dem Bonfire. Jetzt sind wir neugierig. Ich hatte über 1000 DPS. Und der andere nicht? Der andere nicht, nee. Oh. Dann hat Miri wohl wieder unheimlich Schaden gemacht. Damage Sau. Ich hab nicht auf meinen Comet zu Miri ist erster, lustig. Ja. Miri hat 2241. Buff Bitch und Damage Sau in einem. Nur an guten Tagen. Vom Wetter abhängig. Ja. Ein unbefriedigendes Gefühl zwischen den Kämpfen, die heute nicht voll heilen zu können. Ja, das kenne ich. Warum droppen keine Glyphenwachs als jetzt? Ich kann nur das raus. Olga, übrigens, du hattest ja letztlich nochmal jemandem erklärt, dass diese Siegelextraktoren so unglaublich selten droppen. Ja. Und direkt am nächsten Tag ist eins gefallen und ich habe es wieder bekommen. Ja, sehr schön. Solltest das häufiger mal erklären. Easy! So far zumindest. Ich hab schon wieder so schlechte Laune. Der Frosch? Oder der Ring? Nee, der Boss hier, nee. Der immer schreit. Sehr leid. Genau. Ja, jetzt sind wir schon in einer Gruppe in der Polaris und du kannst trotzdem nicht für mich schreien. Das finde ich echt schade. Ich jetzt? Ja, ja. Ich trau mich nicht. Das ist einfach nicht dasselbe. Oder? Wenn du das nächste Mal AFK-Unterhaltung brauchst, halte ich mein Mikro einfach mal rüber zu Marco. Sehr gut. Wieso? Klingt wieder großartig. Geht die ganze Zeit um Hurensöhne. Ich weiß nicht, was da los ist. Hurensöhne.
Flügel, CU, irgendwas? Ja, ich hab Flügel. Möchtest du sie auch benutzen? Ja, brauche ich ja sonst. So, ich geh mal. Z. Z. Wie hübsch der Don aussieht. Jetzt auch noch, aber anders. Anders hübsch. Andere hübsch. Immer wenn ich irgendwo genau. Einen Typen im Astronautenanzug rumlaufen sehe, ich versuche zu winken, aber... Ja, es irritiert mich auch immer noch, dass er den nicht mehr trinkt. Ist aber bei diesem anderen Outfit da das gleiche mit Olga. Immer wenn einer dieses Krieger-Outfit anhat. Das ich ja schon seit 3-4 Jahren wieder trage. Ja, aber du hast es vorher so unheimlich lange getragen. Ja, das stimmt. Kampfkünstler. Kampfkoloss. War das vom Kampfkünstler, nicht vom Krieger? So, wann musste man jetzt nochmal Fingerfertigkeit zünden, wenn die kurz vor einem sind und dann weglaufen, oder? Naja, sinnigerweise dann, wenn du festgewurzelt bist. Genau, es hängt so ein bisschen davon ab, wie das hier läuft. Aber eigentlich, ja, wenn sie dich verwurzeln und in dir explodieren wollen, dann Fingerfertigkeit. Okay. Alle fertig? Dann ist irgendwie falsch. Jo. Oh. Jungs. Ah, ich habe keine Fingerfertigkeit. Nur mal so. Dann muss er schnell biegen. Ganz einfach. Ja. Ja. Nimmt das hier. Ah ja, halt weg davon und zack. Ja, also so macht man's nicht. Aber das mache ich seit Don ist noch da. Damit du das jetzt auch mal gesehen hast. Don macht das jetzt alleine. Das ging aber auch zu schnell für die späte Stunde. Ja, das wird wohl nichts mehr. Ach, die kommt zu euch, das ist ja perfekt. Wir sind voll gefährlich hier hinten. Muss ich eigentlich Bloodshot spielen in so einem Deck? Komm da überhaupt nicht mit zurecht. Ich muss den Schaden halt nur erhöhen. Ich glaube, Phoebe hat früher immer mit Pistole gespielt. Dann hat er ja noch einen Win-Win. Hätte aber lieber eine zusätzliche Heilung da drin. So. Ja. Du kannst ja auch ganz auf Nummer. Ne, das sind keine. Nicht überlegen. Oder du nimmst. Hier. Nimm was? Elementar. Dann kannst du hier Blaze nehmen. Verbraucher. Ach so, ja, es bringt ja nichts, weil du ja mit. Ums Auflädst. Ne? Ja, richtig. Ich blute mich halt immer selber an und das irritiert mich dann nur. Ja, also es dann gibt ja da dieses, gar nicht. Ja. Es gibt ja dieses die blaue Fähigkeit Cannibalize ist das, glaube ich, ne? Ja. Die dann ja. Aber das ist so selten, dass ich dazu komme, das zu benutzen. Das nimmt eigentlich nur sinnlos Platz weg. Cannibalize mache, hab ich gerade vor drin. So. Ja, du machst ja auch Schaden, das macht Sinn, aber nur damit ich gelegentlich mal ein bisschen Schaden da raushole als Heiler, ist es irgendwie. Also, wenn du auf dein Zerfleischen verzichten möchtest, kannst du dir auch einen Kopftalisman mit dem Siegel von Tinis holen. Damit hast du halt eine Chance, eine Ressource für die Zweitwaffe. Dann? So, warte mal. Ja, wenn ich regelmäßig leechen würde, dann wäre das eine gute Idee. Ja, eigentlich nicht, weil das Zerfleischen schon besser ist. Geh mal rein. Mach das. Ach, nee, ich geh nicht rein. Entschuldigung.
Ich hab vergessen. Wann möchtest du RNS haben? Nicht zu Anfang. Ich mach zu Anfang. Also 3, 2, jetzt gerne. Okay. Was auch immer das gerade war. Du standst wahrscheinlich auf der Ecke. Ach, shit. Mach die nieder. Sehr schön. Wenn du möchtest, darfst du auch gerne mal auf dieses Nebenwaffen-Upgrade-Bedarf machen. Ich glaube, wir haben das alle schon. Habe ich schon. Ja. Instinktiv gemacht. Also die Leute, die es haben, die sollten es auch nicht angezeigt bekommen. Ja, ich habe. Man kann ja keins mehr haben, aber es auch nicht mehr brauchen. Wenn man alle schon benutzt hat, und, aber ja, wir verstehen. Lass ja nicht eins liegen, nur damit es mir nicht mehr angezeigt wird. Ja, vielen Dank. Danke auch. Das Steuerung V und dann verlassen für das Rückkehren. Aber wir waren ja eh in Agatha vorher. Ja, dann danke ich auch allen, die zugeguckt haben und bedanke mich bei meiner schönen Verbindung hier zu dem Netz fürs gute Spiel. Bis zum nächsten Mal. Beste Verbindung der Welt. Natürlich, natürlich. Kommt alle ins Netz. Ja. Haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Bis später mal.